Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Harry Potter und der Halbblutprinz. Ja, ihr Lieben, das Ganze wird wieder aus dem Livestream aufgenommen. Wieder mehrere Folgen. Link ist unten in der Videobeschreibung, wenn ihr mal live dabei sein wollt. Wir waren gerade auf dem Weg zur Professor McGonagall, um zu schauen, was sie uns von uns möchte, denn es soll ja wohl sehr dringend sein. Ah, da sind sie ja. Ich wollte mit Ihnen über diese bedauerlichen Vorfälle Weihnachten im Fuchsbau sprechen. Warum sind Sie immer in der Nähe, wenn etwas passiert, meine ich? Glauben Sie mir, Professor, das frage ich mich schon seit Jahren. Wie ich hörte, sind Sie dem Duellierclub beigetreten, Potter. Ich finde, Sie sollten seinem Beispiel folgen, Miss Granger. Und die Weasleys auch. Man kann schließlich nicht vorbereitet genug sein. Und Sie sollten sich auch nicht auf Gryffindor beschränken. Ah, auf Sie haben wir gewartet. Hi, Harry. Alanis ist Kapitänin des Ravenclaw-Duellierclubs. Sie kommen mit mir, Miss Granger. Wir werden Sie für den Gryffindor-Duellierclub anmelden. Hättest du Lust, Livy Corpus mit uns zu üben? Diesen Zauber wollte ich immer schon lernen. Okay. Livy Corpus! Hui! Danke für das Training. Aber Vorsicht, diesen Zauber wird bestimmt so mancher Ravenclaw in zukünftigen Duellen gegen dich verwenden. Dann lass uns doch ein richtiges Duell machen, wo du schon mal hier bist. Der Junior-Champion von Ravenclaw gegen Harry Potter. Und let's go. Stark. Round 2. So geht das. Okay. Vielen Dank, Harry. Da du nun sowas wie ein Ehrenmitglied bist, darfst du auch die Abkürzung durch das Porträt dort benutzen. Das Passwort lautet Licht gegen Dunkelheit. Warum probierst du nicht mal unsere Duellherausforderung? Das machen wir jetzt. Zum schwarzen Brett, wenn du bereit bist. Das machen wir jetzt. Haben Sie nicht Quidditch-Training? Ich hoffe schließlich sehr, dass Gryffindor dieses Jahr den Quidditch-Pokal gewinnt. Machen Sie sich auf den Weg, Potter. Ja. Gute Quidditch-Teams zeichnen sich nämlich nicht durch zu spät kommen aus. Okay. Gehen wir jetzt erst ins Quidditch-Feld. Ich kann ja immer noch hier hinkommen. Nick, bring mich mal dahin, bitte. Solltest du nicht mit dem Rest vom Team auf dem Quidditch-Feld sein? Ach, jung müsste man sein. Licht gegen Dunkelheit. Und kämpfe tapfer weiter. Steht was Interesse? Ja, ich mach dich auf dem Weg. Ja, ich bin doch auf dem Weg, Puzzle, Mensch. Ich bin doch schon auf dem Weg. Gekochter Käfer. Gekocht. Ja, das würde Ihnen gefallen, nicht? Oh, jetzt sind wir schon da. Hallo, Harry. Wo sind denn alle? Sie trainieren schon. Sehr gut. Kannst du mir beim Training helfen? Trainieren.
Training, Training, nochmal Training. Schafft man doch mit links hier hoch. Ach, Scheiße. Aua. Das war schnell. Das ist Spitze, Harry. Hau ab, hier. Smeno, weg mit euch. Aua. Gute Arbeit, Leute! Ich finde ja, dass wir eine bessere Abwehr brauchen. Die anderen Teams haben wirklich gute Hüter. Aber das kann man von uns ja nicht gerade behaupten. Ron macht einen viel besseren Job als du, McLagan. War ja nur ein freundschaftlich gemeinter Rat, so von einem Hüter zum anderen. Tja, dann nimm deinen Rat und verlass bitte das Trainingsgelände. Du bist noch nicht mal im Team, McLagan. Da wut er mal ein bisschen hops genommen, würde ich sagen, ne? Hey. Training für Slytherin. Gryffindor-Testspiel. Will ich das jetzt machen? Nee, wir haben doch gerade trainiert, Jungs. Hallo, Harry. Bist du bereit für Zaubertränke? Ich habe überall nachgesehen, aber ich konnte nichts über Horcruxe in der Bibliothek finden. Und ich habe nachgedacht. Wenn du heute einen wirklich guten Trank brauchst, wird Slughorn bestimmt gut gelaunt sein. Und dann verrät er dir vielleicht, was er vor Dumbledore verbirgt. Ja. Wirklich? Ja. Das könnte funktionieren. Oh nein, McLagan! Im Vergleich zu ihm ist Rob ein echter Gentleman. Bis später in Zaubertränke. Hey, Granger! Granger! Sie geht also mit McLagan aus? Naja, sie waren zusammen auf Slughorns Weihnachtsparty. Aber es ist nicht so gut gelaufen. Ach ja? Komm, gehen wir Hermine hinter... Gehen wir zu Zaubertränke. Kann ich hier jetzt noch ein Duell machen oder muss ich ihm jetzt unbedingt folgen? Wo gehst du hin? Zu Zaubertränke geht's hier lang. Bleib mal ruhig. Hallo Harry, bereit zum Duell? Ich will noch ein Duell machen. Auf geht's. Ist gut. Also Harry mit Treffen hat das nicht so, ne? Nummer 1. Round 2.
hier. Bleib liegen. Gewonnen. Aber Harry, schön gemacht. Hier, okay. Zauber. Dann haben wir noch ein Duell schon mal wieder gemacht. So, jetzt gehen wir zur Zaubertränke. Los, auf geht's. So, let's go. Dann bring mich mal dahin. Hallo Potter. Ich bin Mitglied des besten Duellierclubs von ganz Hogwarts, Slytherin. Wir haben mitbekommen, dass du ein ziemlich guter Duellant bist. Daher erlaube ich dir, mich zu einem Duell herauszufordern. Nein, danke. Wir müssen zu Zaubertränke. Das war keine Bitte, Potty, sondern ein Befehl. Stupor! Stupor! Dann versohle ich dir halt den Arsch, mein Freund, wenn du das gern hättest. Ist überhaupt kein Ding, komm, steh auf. Oh, hängen wir ein bisschen abhängen, ist doch immer super, ne? Haben wir genug, ja? Ich habe es auch nicht wirklich versucht. Wir sehen uns dann zu einem richtigen Duell im Duellierclub im gepflasterten Innenhof. Warum sind die Slytherins nur so schlechte Verlierer? Komm, gehen wir zur Zaubertränke. Wo recht hat er recht? Lauf auf Banner und drücke A. Was? Ach hier, cool, schau mal. 29. Ui. Hey Ron, wohin denn jetzt? Bin gleich da, Ron. Moment. Das muss ich noch mitnehmen hier. Hier hängen so viele rum, ne? Aber die kriegen wir halt nicht runter. Ich verstehe es nicht. Lauf auf einen Banner zu und drücke A, um es zu treffen. Sag ihr einfach, dass ich beim Quidditch gegen eine Wand geflogen bin oder sowas. Jetzt hab ich die an der Backe oder was? Dacht euch, passt auf, welche Frau ich hier anlache. Was ist denn los? Er
Irgendjemand hat meine Bücher verhext. Und die blöden Dinger hören einfach nicht mehr auf, herumzufliegen. Kommt runter! Okay. Hast du denn etwas anderes versucht, als sie einfach anzuschreien? Wingardium Leviosa zum Beispiel. Nein. Ich wünschte, One-One wäre hier. Er würde mir helfen. Hast du ihn gesehen? Nein. Hier, ich könnte Wingardium Leviosa auf deine Tasche wirken und versuchen, die Bücher einzufangen. Du hast eins! Ab in die Tasche mit den Büchern! Danke. One-One hat dieses Buch für seine Aufgaben benutzt. Warum machen sie das? Du bist fast so gut wie Ron. Fast so gut wie Ron, ah ja. Danke. Und du hast Ron wirklich nicht gesehen? Doch, habe ich. Er war im Wahrsagenturm. Was will er denn dort? Er hat doch gar kein Wahrsagen mehr. Er sagte, dass er irgendwas Wichtiges fragen wolle. Über seine Zukunft oder so. Es muss sich um uns drehen. Darum mag ich mein One-One so sehr. Immer denkt er an unsere Beziehung. Oh mein Gott. Danke. Na, bereit für Zaubertränke, One-One? Jetzt komm schon. Run-Run! One-One! Hoppla. Jetzt aber rein mit Ihnen. Wir haben viel vor. Schließlich nehmen wir heute die Gegengifte durch. Gut. Sehen Sie sich dieses Gift einmal an. Irgendwelche Vorschläge? Ah, Miss Granger natürlich. Dafür ist ein sehr komplexes Gegenmittel notwendig. Aber ich glaube, man fängt am besten mit einem Tropfen Rizinusöl an. Gut, sehr gut, Harry, mein Junge. Irgendwelche Ideen? Ja. So könnte man es natürlich machen. Oder man stopft dem Opfer einfach ein Besoir in den Hals. Ja, ja, ein Besoir würde sicherlich als Gegenmittel wirken. Ausgezeichnet, mein Junge, ausgezeichnet. Ein guter Zaubertrankmacher weiß immer, wie er die Wirkung seines Tranks rückgängig machen kann. Was uns zu unserer nächsten Aufgabe führt, das Brauen des Glückstranks. Kann zu exzessivem Singen und Nasenzwicken führen, wenn man zu wenig Pfefferminze nimmt. Glückstrank. Minzzweige. Das klingt wirklich gut, nicht wahr? Schrumpelfeige. Was? Perfekt. Machen Sie nur so weiter. Bin stets bemüht. Eins. Oh. Oh. Bitte zielen üben wir nochmal. Aufwachen! Aufwachen! Ja, ich bin doch schon wach. Stachelschweinpastill. Gut, dann erhitzen wir das Ganze nochmal, ne? Bin ja Meister da drin im Kochen. Gefährlich. Wermut. Wollen Sie, dass wir alle ersticken, oh. Harry? Sie kannten doch Tom Riddle, oder? Mr. Riddle hatte viele Lehrer, als er hier auf Hogwarts war. Ich weiß, Sir. Sie werden bestimmt oft nach Voldemort gefragt. Und nach Horcruxen. Ich hatte Sie gebeten, nicht über dieses Thema zu reden.
aber, Sir... Dumbledore hat sie auf mich angesetzt, nicht wahr? Hab ich recht? Ich möchte nur mehr über Tom Riddle erfahren. Brief Ron draußen. Ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Noch einen schönen Tag. Bis dahin.